Hallo, willkommen zurück. Wir sind immer noch bei demselben Kampf wie gerade. Und ich wollte jetzt mal möglichst viele Hits erzeugen. Unser Ziel ist ja immer noch, 100 Hits zu erreichen für einen neuen Titel. Ja, versuchen wir mal. Das heißt, wir beginnen mit einem. Ne, können wir nicht machen. Der braucht die Punkte für was anderes. Der kann seinen Spezialangriff nicht machen. Aber so eine Gatling Spike können wir für den Anfang mal nehmen. Und ich würde sogar sagen, der Howling Storm, der bringt nur zwei Hits. Das ist. Ne, dann machen wir das anders. Dann gehen wir hier nochmal Impuls und Impuls. Auf jeden Fall muss ich ja diesen Break-Zustand erreichen. Und das hier, ach genau, das sind auch nochmal sechs Hits. Haben wir jetzt 17,23, wenn wir immer treffen. Und jetzt kommt nämlich der eine Trick, das habe ich als ich neulich mal diese Monster alleine besiegt habe, rausgefunden. Wenn ich den Fire Skill nehme und den Wind Skill und Earth und Ice und Thunder, dann gibt es einen schönen Elemental Call. Der bringt ordentlich Hits, wie viel sehen wir gleich. Und dann brauchen wir einmal Trick Hit und Rapid Move. Der bringt nämlich sogar noch mehr als Trick Hit und Rush. Dann nochmal Power Attack und Double Edge. Und Power Attack und Double Edge. Und noch ein Double Edge zum Schluss. Ob das jetzt reicht, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Mehr geht halt nicht. Zum Glück ist so eine Mumie auch langsam und leicht zu treffen. Eindrucksvoll, oder? Noch 10 brauchen wir. Noch 3. Ja, das müsste reichen.
Ja, geil. Mhm. 27 TP ist nicht schlecht. Also das kostet schon 5 bei ihr. Ach je, Tetora. Warum machst du das alles so teuer? So, bevor es jetzt mit dem Event weitergeht, will ich doch noch mal eben nach dem Titel gucken, den wir uns jetzt ja hart erarbeitet haben. Wir sind jetzt Rookie, yeah! Mhm. Noch ein Battleframe. Ja, hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Mein Battleframe ist nicht schlecht, aber der Skill Stamina Up brauche ich nicht. Mal gucken. Das wären normale Defense 145 mehr und Resistance dafür 96 weniger. Das ist ein gutes Geschäft. Ja. Ein so ein Ding muss ich auch mal aufwerten. Ein Punkt. 6 Stärke noch mal dabei. Ja, ich weiß nicht, ist schon arg teuer. Die 100 lohnen sich aber für einen Aktionspunkt für Alice. Zwei Aktionspunkte für Alice. Das würde noch mal 2 Int geben und ein bisschen Verteidigung. Nee. Und hier. Ist zu wenig. Ach, der Ice Guard, der bringt ordentlich Int. Ja, ich warte noch ein bisschen. Einmal nach Gegenständen gucken, aufstocken. Ja, 7500 für so einen Rapid Move nochmal. Brauchen wir jetzt aber nicht mehr, denn wir haben jetzt ja die 100 Hits schon. Und bis zum nächsten Titel ist noch weit. Na gut. Dann auf zum Event. Hier ist ja nichts mehr, ne? Nicht, dass ich was wieder was übersehe. Einmal speichern.
Speichern. Und los. Sayane, mada? Mimeru, tsukareta. Masaka, matta. Sayane, mayotta? Iya desu wa. Ikura watakushi demo, umare sodatta tochi de mayoi wa shimasen wa. なんだ。そろそろタウグト砦が見えてきますから、もう少し頑張ってください。こんなところに砦があるの？タウグト砦は山岳の民が自主的に築いたもの。自然を利用した砦で、小さいながら闇の軍勢からしっかりと私たちを守ってくれますのよ。 守備も自分たちで。ええ、周りから勇士を募りまして、自警団のようなものですよね。あなたもそこに？はい、私の腕、なかなかのものでしたでしょ。ああ、見えましたわ、あれが。 Tja, jetzt haben wir endlich Sayanes Heimat erreicht und auf einmal sehen wir Rauch. Irgendwas Schlimmes muss passiert sein. Ach, das. Entschuldigung, falscher Knopf. Ah, Mist. Wir gucken jetzt mal nach, was los ist. Also. Der Rauch ist offensichtlich da bei dem nächsten Event und noch nicht bei diesem hier. Gut, dann beginne ich den Kampf schon mal und setze ihn in der nächsten Folge fort. Wieder einmal Doggy Style. Ah, ich klicke das mal weg. Warum müssen die eigentlich immer wieder hier Galios angreifen? Sollen Sieghard angreifen? Ja, einmal jetzt. Super. みんな、続いて。皆さんの力をお借りします。滅する。 Ja, machen wir eine Mumie mal weg hier.